das Jubelpaar Thomas und Roswitha. Es legt ja sehr großen Wert auf gehobenes Niveau. Vor allen Dingen der Jubilar als Bezirksrat war er ja damals auch für den Kulturbereich in der Oberpfalz zuständig. Deshalb freue ich mich ganz persönlich, Ihnen heute eine der größten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte präsentieren zu können. Er ist der bedeutendste Schöpfer deutschsprachiger Dichtung und vieler Meisterwerke der Weltliteratur. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir hier und jetzt den unsterblichen Johann Wolfgang von Goethe. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater du den Ehrenkönig nicht? Den Ehrenkönig mit Kron und Schweif, mein Sohn, es ist dein Nebelstreif. Frau, ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an. Ehrenkönig hat mir Reiz angetan. Dem Vater grauset, er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot. Danke, Herr Goethe, oder wie darf oder soll ich Sie denn eigentlich nennen? Mir scheint, jedenfalls schwer sich zu artikulieren, die Anrede, lieber Johann Wolfgang, würde ich da favorisieren. Also gut, Johann Wolfgang. Mit schneller Auffassungsgabe haben Sie wohl nicht viel gemein. Ich sagte, lieber Johann Wolfgang, so viel Zeit muss schon sein. Also gut. Lieber Johann Wolfgang, der Erlkönig ist ja eines Ihrer bekanntesten Werke und von hohem kulturellen Wert. Aber wir befinden uns hier auf einem 100. Geburtstag und da wäre es natürlich schon schön, wenn Sie uns vielleicht irgendwas zum Besten geben könnten, was ein wenig zu den beiden Jubilaren passt. Das klingt plausibel, meine Damen und Herren, und speziell für Sie, meine Holde, mache ich das gern. Wir rasen so spät durch Nacht und Wind. Es ist Thomas und den Scirocco nennt er sein Kind. Ihn pressiert's auf der A93 in Richtung Weiden. Langsame Autos auf der Überholspur kann er nicht leiden. Da schon wieder ein Verkehrshindernis auf meiner Spur. Er schießt schnell heran, 5 Meter Abstand waren's nur. Nach 10 Sekunden kommt er schimpfend vorbei. Ungünstigerweise war sein Auto der Zivilpolizei. Und so kommt es, wie es eben dann kommen muss. Das Zeichen bitte rechts ranfahren führt bei ihm zu Verdruss. Und die Beamten klären ihn auf, auch wenn es ihm nicht gefällt, wie man sich zivilisiert auf Altbayerns Straßen verhält. Lieber Johann Wolfgang, eine Bitte hätte ich dann doch. Es wäre ganz nett, wenn Sie sich nicht ganz so geschwollen reden würden, denn wir sind ja hier in Hohenschambach und am Dorf versteht man Ihre Ausdrucksweise vielleicht nicht so. Ach, meine Liebe, in diesem Gemäuer ist es also so, das Publikum bewegt sich eher auf niedrigerem Niveau. Und ich soll mich also von nun an bemühen, etwas seichtere Lyrik hier zu versprühen. Ich muss gestehen, das fällt mir natürlich nicht leicht, aber gut, wenn es beim Volke hier zu mehr nicht reicht. Nein, nein!
ich wollte ja nicht sagen, dass die Leute hier begriffsstutzig sind. Mir ging es eher um ihre Wortwahl. Die ist eben für die heutige Zeit etwas ungewöhnlich. Aber machen Sie so, wie Sie es wollen, lieber Johann Wolfgang. Was, meine Liebe, wollen Sie mir nun sagen? Mal hü, mal hot, ich höre von Ihnen nur Klagen. Mal so, das klingt in etwa so schick wie Markus Söders Corona-Kurspolitik. Oh mein Gott, oh, um Himmels Willen. Also das ist ein ganz heißes Eisen. Über Söder dürfen Sie hier nichts Negatives sagen. Denn der Jubilar ist ein eingefleischter Schwarzer. Und ehrlich gesagt befürchte ich, dass ganze Publikum ist hier sehr CSU-lastig. Erzähl's doch lieber was aus der Jugend oder dem Leben vom Jubilar oder von beiden Jubilaren. Der Jubilar war als drittes Kind der Familie Gabler geboren. Für eine behütete Kindheit war er auserkoren. Von Geburt an wurde das Nesthäkchen getätschelt und bis zur Volljährigkeit quasi verhätschelt. Das klingt natürlich auch nicht so gut. Da könnten ja die Geburtstagsgäste fast meinen, dass in Schacher die drei Buben nicht exakt gleich behandelt worden wären. Genau hierzu, meine Liebe, gibt es auch Klagen. Denn den Zweitgeborenen der drei hört man oft sagen. Dass er als Sandwich-Baby benachteiligt war, auf dem Druck von oben und unten, das ist ja auch klar. Und sollte jemand hier das nicht ganz verstehen, stellt die drei nebeneinander, dann kann man das heute noch sagen. Alleine geschmissen hätte. Bringen Sie vielleicht doch lieber was von beiden Jubilaren zum Besten. Als Thomas in den Hafen der Ehe einfuhr, da war anfangs von Angst überhaupt keine Spur und er merkte zu spät, ihn traf dann fast der Schlag, dass in dem Hafen bereits ein Kriegsschiff drin lag. Haben Sie dieses Gedicht geklaut? Denn genau diese Verse hat ein gewisser Herr Nikolaus vor einigen Jahren für meinen Mann Albin geschrieben. Apropos geklaut, ich habe da auch was gehört. Die Roswitha war nämlich neulich im Internet und hat entsetzt zum Thomas gesagt, schau mal da her, ja das ist ja eine Frechheit. Da hat ein gewisser Rainer Maria Rilke unter seinem Namen das Liebesgedicht zum Abdruck gebracht, das du mir vor ein paar Jahren zu unserer Silberhochzeit geschrieben hast. Aber wieder weiter mit Ihnen, lieber Jürgen. Roswitha und Thomas sind Meister in Sachen Magie, denn es gibt Phänomene, die erreichen bloß sie. Nur sie schafften es, da braucht man nicht zu lügen, ein komplettes 3-Monats-Kind hinzukriegen. 3 Monate? Naja, da kann man dann schon wieder von einer sehr, sehr frühen Frühgeburt reden. Was wissen Sie denn eigentlich von den Kindern, die die beiden gekriegt haben? Sohn Johannes, fragte seine Eltern neulich, so habe ich vernommen, war ich leise, als ich gestern Nacht heim bin gekommen. Und es waren heftige Worte, die entgegen ihm schlugen. Du schon, aber nicht die 4, die dich trugen.
Schwiegersohn Markus hat 3 Tage lang nicht mit seiner Gattin gesprochen. Er ist halt sehr höflich und hat sie nicht unterbrochen. Wollen die Leute hier sicher nicht hören. Und die beiden Kinder schon 3-mal nicht. Erzählen Sie doch lieber wieder was vom Jubelpass. Bei einer Party mit Freunden ließ Thomas es krachen. Seine Frau wird oft Komplimente ihm machen. Heute Nachmittag sagte sie, du hängst ja zu mir. Doch die Klarstellung kam dann umgehend von ihr. Und als Roswitha aufgehörte, schaute er dumm. Ich sagte, du hängst immer nur faul auf dem Sofa herum. Ja, genau. Und wenn die Roswitha dichten könnte, dann würde sie das bestimmt so formulieren. Samstags flackt er im Wohnzimmer und die sodert immer schlimmer. Steck's Viagra hinten rein, vielleicht kriegst du dann dein Arsch in die Hände. Was ist intime Fahren? Was ist in sie gefahren, hat meine Ohren fast nicht getraut, weil ich vulgäre Lyrik und zudem haben auch sie diese Verse geklaut. Auf diesem Niveau fällt mir maximal ein, wenn der Thomas ein Gemüse wäre, würde er sicher was im Speckmantel sein. Boah, jetzt wird's aber heftig. Das war nicht der Sinn dieser Einladung, lieber Johann Wolfgang. Bitte bewahren Sie wenigstens ein bisschen die Kontenance. Sonst schaut der Jubilar wieder genauso zwider, wie wenn in der Stadtratssitzung jemand von der Opposition irgendwas kritisiert. Und er ist mit seinem Körper doch zufrieden. Bei Anspielungen in Bezug auf seine Figur antwortet der Jubilar meistens nur, über meinen Bauch mache ich mir keine Gedanken. Und er verweist den Gegenüber gleich in seine Schranken. Denn eins ist gewiss, das sage ich ganz laut, die Frauen von heute wissen eh nicht mehr, wie ein Waschbrett ausschaut. Na, so richtig nett ist das auch nicht. Aber ich habe auch was vernommen. Thomas hat gestern Abend zu Roswitha gesagt, früher war alles leichter. Und sie darauf, ja, du zum Beispiel. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Lieber Johann Wolfgang, machen Sie schnell weiter. Vor vielen Jahren sagte Lisa Marie, sie war noch ganz klein, zu Roswitha, wenn ich erwachsen bin, will ich wie Papa sein. Da prägte die Mutter glatt folgenden Satz, also beides zusammen geht nicht, mein Schatz. Ja, die kapieren nicht. Na super. Erzählen Sie doch mal lieber was Freundlicheres. Zum Beispiel irgendwas vom Urlaub oder so. Als Thomas mit einem Freund nach Ischgl zum Skilaufen fuhr, sagte seine Frau daheim beim Verabschieden nur, bleibt sauber und amüsiert euch gut, ihr beiden. Da meinte er, also was jetzt, du solltest dich da schon entscheiden. In Ischgl hat Thomas dann mit dem Freund über Sex diskutiert, sich dabei über die Bedeutung des Vorspiels für Frauen mokiert und gesagt, dass das reiner Blödsinn wäre, das sei ganz klar, weil ich ja auch nicht eine Viertelstunde hub, bevor ich in die Garage reinfahre. Was Unverfängliches gemeint. Aber gut, sonst noch was? Roswitha und ihre Schwestern verreisten mal für ein paar Tage. Beim Abschied stellte Konrad seinem Schwager die Frage, warum er so traurig schaue, sein Gesicht wäre ja fast entgleist. Thomas sagte, weil meine Roswitha doch heute verreist. Und Konrad meinte, da macht man doch kein solch traurig Gesicht. Aber Thomas sagte, doch, sonst verreist sie ja nicht. So richtig nett,
sind Ihre Gedichte heute nicht, Herr Goethe. Lieber Johann Wolfgang, wollte ich natürlich sagen. Gibt's noch was zu Roswitha? Das Jubelpaar hatte letzte Woche mal Streit. Sie geigte ihm ihre Meinung gescheit und holte ihn runter vom hohen Ross. Nur weil auf deiner Unterhose Hugo steht, bist du noch lang nicht der Boss. Und später sagte sie, du hast doch einen Vogel, mein Schatz. Da meinte er nur, das weiß ich doch, Spatz. So geht es also im Hause Gabler zu. Und weiter? Gestern Abend hat Thomas seine Gattin gefragt, wie lang brauchst du noch mit dem Abspülen? Da hat sie darauf gesagt, eine Stunde, aber wenn du mir hilfst, geht's schneller. Da sagte er, nee, eine Stunde, das ist für mich ganz okay. Also, ich sehe schon, Haushaltsthemen sind auch nicht das, was Sie hier breitreden sollten. Das erinnert mich aber auch irgendwie an meinen Mann. Denn der sagt, er hat mal gelesen, dass fertig gespülte Spülmaschinen im Innenraum Gase bilden, die für Männer tödlich sein. Vielleicht wechseln wir mal das Thema und gehen zur Sparte Erotik. Thomas las neulich im Fokus und war anfangs verstört, dass er anscheinend nicht zu den 10 erotischsten Männern Europas gehört. Doch dann meinte er, Bescheidenheit ist ja sein Bestreben, er könne aber auch ganz gut mit dem 11. Platz leben. Ja, da merkt man halt, dass er der Jubilar schon sehr lange in der CSU ist. Der Thomas ist so von sich überzeugt, der glaubt doch tatsächlich, wenn er Liegestützen macht, dass er nicht sich nach oben, sondern die Erde nach unten drückt. Haben Sie vielleicht noch was zum Thema Sport auf Lager? Den Jubilar sah man kürzlich durch Regensburg laufen, wollte er sich doch neue Badestrandkleidung kaufen. Er sagte zur Verkäuferin, denn dass Beratung wichtig ist, hat er ja gecheckt, ich hätte gerne eine Badehose, die all meine Problemzonen abdeckt. Doch deren Antwort war für ihn ein Schock. Schlafsäcke finden Sie bei uns im obersten Stock. Ja, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Das können Sie doch nicht sagen. So weit sollte jetzt das Niveau auch wieder nicht sinken. Da kriegt der Jubilar ja die Krise. Der hat doch gehofft, dass die Gäste nur Lob für ihn übrig haben. Wissen Sie wenigstens was Gutes über seinen Gesundheitszustand zu berichten? Roswitha sagte kürzlich, es sei eine sehr schwere Bürde, dass Thomas ihre Arbeitsanweisungen oft vergessen würde. Und in ihr würde die Befürchtung schon reifen, manchmal könnte man Anzeichen von Demenz bei ihm greifen. Doch dann gäbe es Sachen, die wären ihm noch nach 40 Jahren glasklar, wie zum Beispiel, dass Rosis Nummer 3216 war. Ja, das ist bei meinen nicht viel anders. Und wehleidig sind die Männer. Der meine sagt immer, solange nicht geklärt ist, warum die Dinosaurier ausgestorben sind, darf Männergrippe nicht verharmlost werden. Gibt es eigentlich noch was zum Sexleben der beiden zu sagen? Da müsste man die anwesenden Nachbarn befragen und hören, was die zu dem Thema dann sagen. Was hat das bitte mit den Nachbarn zu tun, lieber Johann Wolfgang? Ich dachte mir schon, dass auch Sie die Erklärung hier brauchen. Richtig guter Sex ist erst, wenn die Nachbarn danach eine rauchen. So, jetzt sind wir aber ganz weit unten angelangt. Haben Sie noch was zu sagen? Ja, eine Frage an die Gäste, die scheinen mir ja doch auf der Hut. Wenn Stiftung Warentest Vibratoren testet, ist dann befriedigend besser als gut? Also, jetzt ist es aber endgültig gut. Jetzt können Sie zum Abschluss wieder selbst schauen, wie Sie das Niveau wieder heben können.
Lass mein Aug den Abschied sagen, den mein Mund nicht nehmen kann. Schwer wie schwer ist er zu tragen, und ich bin doch sonst ein Mann. Traurig wird in dieser Stunde, selbst der liebe süßes Band. Kalt der Kuss von deinem Mund und matt der Druck von deiner Hand. Sonst ein leicht gestohlenes Mäulchen, oh, wie hat es mich entzückt. So erfreut uns ein Veilchen, das man früh im März gepflückt. Doch ich pflücke nun kein Kränzchen, keine Rose mehr für dich. Frühling ist es, liebes Fränzchen, aber leider Herbst für mich. Danke.